Hallo Leute, willkommen zurück zu Hearthstone mit Kapuzenwurm, Lea und Maru. Hallo. Yeah, how you doing? Some Shady Mero. Noch der Karma-Mane. Rap uns was vor. Was rappt uns was? Ich rappe nicht, also alles außer Rapper. So, Maro, erzähl uns was. Ich erzähle euch was, ja. Thrall gegen Gul'dan. Ja. Wie fandest du das vorherige Wollen wir Spiel? sehen, wer Das war hier Karma, Maro. Das gewinnt. Karma ist zu Eure uns Zeit ist zurückgekehrt. gekommen. Nachdem er unsere Kamera hat, haben Voll. wir zurückgekammert, ja. Ja, Maro. Also, irgendwo gibt es the Lord. The Heaven gibt es schon, oder? Lot of weak. Nicht den. Den Lord of the Ring? Nein, den Lord, den Schmeite Jesus. Den Schmeite Jesus. Ja, so, ich hoffe, geht so weiter, oder? Wenn wir das spielen, werde ich jetzt hier traden, den nächsten ausspielen, dann werde ich den ausspielen, dann werde ich den ausspielen und traden, 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 dann gewinnt das den Hero-Power. Das muss auf den Yeti, das ist ein Yeti-Killer. Da steht sogar dran. Yeti-Eruption, das Lava ist. Und Seelenfeuer ist gut. Aus den zwei Karten. Erzählen vorher gespielt schon? So, nee, warte, was hat er gespielt? Er hatte keine Karte für 2 oder für 3, deswegen hat er jetzt Seelenfeuer gespielt, damit er eine Mini auf dem Feld behält. Was hat er denn zerstört? Achso, er hat den Ja, Pyro Seelenfeuer. zerstört. Also der Typ ist sehr aggressiv. Er ist sehr kartenverschwendend, ja. Ja, extrem. Will sie auch noch, oder? Ne? Nein. Ist ja einen guten Trade für sich. Und gierig. Oh, immer diese Geräte. Warum bist du auch gierig? Nein, ich spiele immer kontrolliert. Ich müsste gieriger spielen manchmal. Und wieder ein Kodo. Warum ich bin gierig nach Liebe? Oh. Schön. Ah, 20 HP. Aber ja, ist in Ordnung. Wie geht da? Gehen wir raus, Mario, oder gehen wir raus? Dann kommt er mit dem Drake. Müsste nur irgendwie mit Karten rausholen. Eure Magie wird Er euch konnte nicht mit dem zweiten Silence. Wann ist der Typ gierig? Muss das sein? So wird er schlussendlich dann wahrscheinlich sterben, ja? Mögt ihr Kokosnuss? Nicht so wirklich. Ich mag den Geschmack eigentlich nicht. Ja, also ja. Ja. So, wieso? Ich esse gerade Kokosnuss-Dinger. Bah! Ja, eigentlich mag ich gar kein Kokosnuss. Ah, die sind lecker. Doch nicht.
So, jetzt passiert random. Es kann jetzt. Es gibt einen Fall, wo es richtig gut für ihn ist und einen Fall, wo es kacke für ihn ist. Das war ein Kackfall. Bombarino! Ach, schade. Oh, goddammit! Eine meiner Lieblingskarten, der Bomberman. Hat nicht getroffen. Schade. Ja, guck doch mal hin. Der hat ein Auge schon mal weg, das andere Auge ist, der ist alt. Siehst du, wie alt der ist? Ja. Oh, der Bomber werfen, muss man der Haus drauf halten, der ist alt. Alter Opa. Der ist alt? Kann man den schon Hänge holen? Das soll eine Waffe sein. Stimmt. Was hat er? Guck da unten. Hänge holen! Ja. Deine Schürze, du Hoden! Da hängst du unten. Eben! Wo schaut ihr hin? Warum? Ja. Der ist schweinisch. Was? Ist auch schon der ist schon schweinisch. Gar nicht. Verrückt, oder? Ich bin immer ganz zerstört dann, wenn. Ja, ich bin schon extrem verdorben worden von der Leute. Ja. Ja, das glaube ich eh. Mit was sie dich immer zupoppen, das wissen die Leute hier ja gar nicht. Ja, wenn die das wüssten, das ist ja verrückt, was die machen. Die schicken immer die Omas hin und her, die fotografieren sie per Snap und dann schicken sie die. Ja, das habe ich auch gesehen. Immer. Ja, guck mal, diese alten Oma. Also, Maul und ich sind ganz lieb. Zum Beispiel diese alten Oma da hinten, der habe ich nicht über die Straße geholfen. Genau, das war immer, jeden Tag kann ja, ich sagen. Also. Die sind zwei schlimme Filme. Alter, die schiebt sich als nächster, hat sie auch letztes gesagt. Ja, ja, da lachst du. Oh shit, bitte nicht den Fernseher. Bitte nicht den Fernseher. Bitte nicht den Fernseher. Er hat eh dann Seelenfeuer. Was? Silence? Hä? Ja. Dämonenfeuer. Ist ich den hier gebufft? Ich hätte auch den gebufft. Yes! Oh! Oh mein Gott. Ja, kein Unterschied. Ja. Muss sowieso hier reintreten. Ah, du kennst aber das Tote. Panther, how are you doing? Das war das wichtige oh, Ding. Oh, Wombo, Wombo! Das war jetzt ein bisschen lang gut vor uns. Gespielt. Ja, kannst du Force Panzer Max? Kannst du ihn töten? Anscheinend nicht. Ich frage jetzt, ich bin jetzt gerade greedy, um zu erfahren, welche Karte das in seiner Hand ist. Ich würde das zu gerne wissen. Nein, ich will die sein. Aro! Hände weg! Ja, aber. Garte. Er wird sie dir noch früh genug zeigen. Ich repariere alles! Jetzt zeigt sie mir nicht mehr das Monster. Ah, jetzt kann ich eh gewinnen. So. Ich gewinne sowieso, egal was passiert. Siehste. So, jetzt kann ich mal angucken. Ah. Das sieht aus wie so ein Alien-Film. Ist auch so eine Art Alien-Film. Ja, bin ich gut. Das ist schon. Ja, jetzt gerade bei euch hatten. Könntet ihr euch eine Welt vorstellen, eine Woche ohne Internet auszuhalten? Ich habe schon ein paar Monate ohne Internet. Das ist doch gar nicht so lange her, Anfang des Jahres. Echt? Ja. Also ich könnte auch nicht so mit euch allen, ich würde euch alle so tierisch vermissen. Eine Woche da. Ja, ja, ich bin gestorben, ich hatte null Zeitgefühl. Ich hatte kein Handy, ich hatte kein Internet. Oh Gott. Vater, du hattest lange Zeit kein Internet. Also öfters, ja, weil ich meine, ich meine jetzt gerade, wenn ihr jetzt gerade kein Internet mehr hättet. Nicht vor 2 Jahren oder sowas, da war es eine andere Verhältnis im Internet. Jetzt seit YouTube, als ich angefangen habe, alle kennengelernt habe, kann ich mir nicht mehr vorstellen, ja, Moment, ohne ja, euch zu das wäre das wär ein bisschen scheiße gerade, wenn jetzt gerade YouTube und so, das wäre ein bisschen blöd. Hallo. Ich denke, halt auch so viele Leute, die ich jetzt kennengelernt habe darüber, würde ich sagen, das ist scheiße, die würden mir so fehlen. Ich glaube schon. Also ich könnte schon, aber ich müsste halt das regeln mit den Hochladen, dass ich das sieht. Das wäre ein anderes Problem, wenn ich dann hier dran gedacht habe. Ich habe es schon gemerkt bei dem Krankenhaus. So schrecklich gewesen. Meine Augen. Den ganzen Tag darum zu sitzen, nichts machen zu können, weil man halt gewohnt ist, dann im Abend mit seinen Freunden im TS zu sitzen, zu zocken, zu quatschen. Ja. Das ist ja dann Krankenhaus. Verstehe ich. Und jetzt?
Trinkt mit mir. Ich sehe, aber ich glaube, ich könnte schon. Ich glaube, ich überleben, aber es wäre kein schönes Leben. Ja, ja, überleben ist halt da. Ich glaube trotzdem, dass... Ich jetzt zweimal reinhauen muss. Gibt es was zu tüfteln? Du Arsch. Ah, ich bin noch gar nicht drin. Ich denke mir gerade so, ich bin es so ungewohnt, dass man das. Nicht schade, dass es nicht automatisch reconnect. So, wann geht's denn nicht los? Ha, ah, ist eine verzickte Situation gerade, durch, da ist eine Hero-Pollen halt wieder die Möglichkeit, Gottesstürze zu poppen. Ja, aber du hast ja deinen Blitzschlag. Aber der bringt dir halt jetzt auch. Ach, fuck. Meine Augen sind. Oh, da hat er aber einen guten Top-Deck, den Depp. Oh, Erle, muss er bei. Muss er in der Neutron, muss er hier. Feinern wir keine, gell? Man hat ja keinen Lightning Storm gehabt entdeckt. Der wäre quasi die Karte, die ich jetzt wünschen würde zu ziehen. Wobei dann auch ein Vorkleid nicht schlimm wäre. Aber ich bin ja immer gegen einen Biber, das heißt, gibt auf jeden Fall alles, was wir haben, eine Antwort. Ja. Das, was jetzt den meisten retten würde, wäre ein zweites Feuerelementar. Das ist, was wir jetzt brauchen. Das zweite Feuerelementar. Von unseren dreien. Das aber die ist auch nicht so. Ja, ein Drache, ne? Oh, was sehen wir? Oh, cool, das ist auch nicht schlecht. Ist ja auch gemein, dass wir G so gar nicht ausgespielt haben. Oh, ich finde die Schredder so krass. Ich hätte auch gerne so einen Schredder. Der Schredder ist gut. Hat, was hat er gerade noch eine gehabt? Das ist der Schredder, ja. Warum hast du den nicht gekillt? Weil ich nicht möchte, dass was rauskommt. Ja, aber der ist halt so stärker als das, was rauskommt. Willst du es hexen, oder was? Hat er nicht vorgehabt dann, ja, nächste Runde. Weil der ist ein Facewalker. Was kostet der, aber der Zug. Wieso, ist ein Facehacker? Ich frage mich, ob. Geht immer ins Face? Immer ins Face, immer ins Face. Ich setze es auf eure Rechnung. Oder so. That was a mistake. Okay, ja, dann. Dann Spell-Dings, oder? Spell-Totem. Oder was? Was? Mm, ah, machen wir das hier, okay. Guck mal, was rauskommt. Na bitte. Echt, ne? Wenigstens nicht mehr pingbar. Ja, das Problem ist, wir haben halt nicht viel gegen große Minions. Was heißt, das nächste große Minion können wir nicht aufhalten jetzt gerade. Gebt mir eine Quest. Gut, den Fuck können wir aufhalten. Zeit für ein bisschen. Immer noch? Jetzt nicht mehr. Ah, Edis ist schlecht. Nein, das bringt uns gar nichts. Ja, Frieden.
Bleib ich sagen, oh. Arsch. Ja, wieder mal an der Klippe, aber was bleibt uns übrig? Das sollte wieder nicht stehen lassen. Auch wenn er aber wahrscheinlich ein Strike. Es ist ein Beat. What else? Oh, ein Strike! Oh, scheiße. Ja. Da muss ich ein bisschen ha, kriegen wir? Nee, wir kommen nicht durch die Defense. Ja. Aber gut. Gut, dass er den nicht zerstört hat. Jawohl, Mario. Ein Feuerball, ein Schieb oder jede andere Karte, die Mario im Arsenal hat. Es ist ein Magier. Du lest immer Jesus auf beide Seiten, das ist fiese. Ich will jemanden auch keine Fähigkeiten geben. Ja, aber geben. Sonst wäre halt ein bisschen OP. Okay, ne? Yes! That's the answer! Warte, ehrlich, bist du Chiefs? Ich glaube, wir ziehen uns zuerst. Er kann die Flames tragen. Wenn er Flames strikt, dann kriege ich, habe ich wieder zwei Karten gezogen. Oder er strike Arena halt nicht. Und dann habe ich immer noch gerade 14. Warte mal, 24, wenn er mit dem Zug vorbei ist, kriegt er jetzt die Karten. Kriegt er jetzt Karten, richtig. Aber wenn er keinen Taunt spielt, ist er tot. Was sind 14? 15? Ah, ein Flames trägt, ist er weg. Ja, du hast auf jeden Fall die Karten gezogen. Genau, jetzt habe ich Karten gezogen. Er hat quasi dann. Nicht so viel Schaden angerichtet, wie er sonst angerichtet hätte. Schlecht, Maro. We're still in the game. Gut, dass er nur viel Leben hat. Ich glaube, das ist sich das wichtig, damit er eben nicht Flamestrack war. Ja, damit er auf jeden Fall mit Flamestrack stirbt, meine ich. Dafür geht die Lava-Eruption drauf. Das ist ja 4 Schaden, wenn ihr einen Mech auf dem Schlachtfeld habt, der Schaden wozu wieder 4 alle Feinde verteilt, ja. Ja, die hab ich in der Deck drin. Viele Mechs sind, die sind nicht schlecht. Aber ja, mach Lava-Eruption auf die. Macht keinen Unterschied, wie ich das mache, aber so krieg ich wieder Schaden auf meine Minions. Okay, ja, Face. 11 zu 8. Doch halt mit tapfer Schaden machen. Ja, das ist halt der Top-Deck. Ich will halt mein Hero-Totem draußen. Sobald das Hero-Totem draußen ist, ist deine Hero-Power nutzlos. Ich brauche einfach nur das Hero-Totem. Chuka. Ja, jetzt wär's Zeit. Also jetzt wär's Zeit, wenn das kommt. Durchaus, ja. Yes, da ist es. S-Block? Keine Ahnung. Ich denke schon. Muss auf jeden Fall erstmal durchkommen. Mäh. Hätte das Portal zerstört. Aber jetzt habe ich dadurch mein nächstes Totem. Ich habe 3. Jetzt brauchst du diese, was für andere Zug alle wohl stark macht. Mhm. Kampfrausch, ja. Mike?
Strike? Blizzard. Danke, Mann dafür. Okay. Gut gespielt. Das ist kein Eisblock. Sind wir gleich? Das ist Eisblock, shit. Nö, Mini-Duplikat. Duplikat, okay. Team Haro. Mein weggebiebert. Der Match ist aber, das muss ja ewig lange, es ist unglaublich. Wir sind schon wieder durch. Ja, stimmt. Ja, die war aber kein schlechtes Spiel. Nee, ich finde Jeeves so gegen Manga ist das richtig lustig, weil Jeeves heißt, entweder kriegst du keine Karten. Vor allem so. Oder die Flamestrikes halt. So haben wir zwei Karten bekommen durch ihn, das heißt, wir haben nur ein Feuerlimit. Das wusste ich auch nicht, ich dachte, beide ziehen immer gleichzeitig. Nee, am Ende seines Zuges. Na gut. Ja. 5 steht gerade mal. Gehen. In der nächsten Folge erfahren wir dann vielleicht, was eure Votes sind. Genau, der Kapuze ist nämlich langsam verlangt. Muss los, muss go 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 machen. Busy. Okay, ja gut. Ah, war gutes Spiel und wir sehen sich dann. Jo, wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt, immer gern. Dann quatschen wir darüber. Ja, genau, Themenvorschläge, Leute. Wir brauchen ein bisschen Themen. Also her damit. Genau. Ciao. Also bis dann. Ciao.